krasse News im Verfahren um den Drachenlord. Das Urteil ist heute schon gesprochen worden. Eigentlich sollte es erst am 28. Oktober kommen. Und es sind 2 Jahre Haft, und zwar 2 Jahre Haft ohne Bewährung. Und das Ganze wirft eine Menge Fragen auf. Ihr fragt euch, wie geht's weiter mit dem YouTube-Kanal vom Drachenlord? Muss der wirklich die Haft antreten? Muss er die ganzen 2 Jahre antreten? Wie sieht's aus? Kann der heute überhaupt noch vom Gericht nach Hause marschieren oder kommt er direkt in den Knast? Ich will euch da weiterhelfen und alle Fragen an dieser Stelle beantworten. Also bleibt dran. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke, und ich habe ja heute schon quasi live vom Prozess gegenüber dem Drachenlord berichtet, in den letzten Jahren immer mal wieder über den Drachenlord berichtet, weil die kleine Gemeinde Altschauerberg, das 40-Seelendorf, ein Problem mit den Hatern des Drachenlords hat. Wer dazu mehr wissen will, sollte sich mein Video heute anschauen. Da ist auch drin, weswegen er überhaupt vor Gericht stand, Körperverletzung und so weiter. Aber das Urteil ist jetzt da. 2 Jahre Haft ohne Bewährung. Der Staatsanwalt, der hatte 2,5 Jahre Haft gefordert, ohne Bewährung. Und der Verteidiger vom Drachenlord, von Rainer Winkler, der hat 2 Jahre mit Bewährung gefordert. Jetzt darf man eins nicht vergessen, der Drachenlord hatte 2019 schon mal eine Bewährungsstrafe. Und deswegen hat jetzt die Richterin gesagt, nee, nochmal eine Bewährungsstrafe wird es hier nicht geben. Und so kam man eben zu, zwar nicht 2,5 Jahren Knast, aber immerhin 2 Jahre. Die Frage ist, wann muss er das antreten? Heute Abend geht es direkt schon ins Gefängnis oder kann er erstmal nochmal nach Hause fahren? Wann der Beschuldigte ins Verurteilte ins Gefängnis muss, das kommt darauf an, ob er vorher schon in Untersuchungshaft war oder nicht in Untersuchungshaft war. Wenn er auf freiem Fuß war, dann kann er normalerweise nach Hause marschieren. Wenn er in Untersuchungshaft war, bleibt er normalerweise auch in Haft und wird vielleicht in eine andere Justizvollzugsanstalt verlegt. Natürlich war es so, dass der Drachenlord hier nicht im Gefängnis war. Er war auf freiem Fuß und es besteht auch keine Fluchtgefahr. Deswegen ist anzunehmen, dass er jetzt auch nicht sofort verhaftet wird. Das bedeutet, er muss warten, bis er einen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommt. Die Vollstreckungsbehörde wird im Sinne von 451 Strafprozessordnung ihm sagen, jetzt musst du die Haft antreten, und dann muss er eben auch in den Knast spazieren. Die Frage ist eine frühere Entlassung möglich? Die Haftstrafe 24 Monate. Die konnte nicht mehr, die hätte noch zur Bewährung ausgesetzt werden können, aber alles über 24 Monate kann nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden. Sprich, die Frage ist, ist eine frühere Entlassung möglich? Ja, eine frühere Entlassung ist nach § 57 Strafgesetzbuch möglich, wenn er 2/3 der Zeit von den 2 Jahren abgesessen hat und mindestens 2 Monate im Gefängnis war. Und er darf keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit darstellen und er muss der Entlassung vor allen Dingen auch selbst zustimmen. Er muss einverstanden damit sein, dass er entlassen wird. Wer drinbleiben will im Knast, der kann drinbleiben. Und nach § 57 Absatz 2 Strafgesetzbuch ist sogar eine vorzeitige Haftentlassung möglich nach der Hälfte der Haftzeit. Also nach 1 Jahr hier für Rainer Winkler, wenn er mindestens 6 Monate drin war, keine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt, es eine günstige Sozialprognose gibt, man also sagt, der hat sich also wirklich gebessert, der hat sich gewandelt, dann kann er ins Gefängnis. Also theoretisch kommt er nach 12 Monaten wieder auf freien Fuß. Aber die Frage ist, die stellt ihr mir jetzt auch gerade unter dem aktuellen Video, was ich hier nochmal verlinke, ist die Strafe komplett und fix? Nein, nicht unbedingt, denn das ist ein amtsgerichtliches Urteil und gegen amtsgerichtliches Urteil kann man Berufung beim Landgericht einlegen, und sowohl der Angeklagte, also Rainer Winkler, als auch die Staatsanwaltschaft, die ja nicht alles bekommen hat, was sie wollte, sie hat nur 2 Jahre bekommen, nicht 2,5 Jahre, können hier entsprechend Berufung einlegen. Das bedeutet, da wird die gesamte Verhandlung nochmal geführt, alle Zeugen werden nochmal gehört und. Eine dritte Instanz wäre auch noch möglich, das wäre dann die Revision, da sind wir jetzt erstmal noch weit von entfernt. Die Sache ist natürlich die, wenn Rainer Winkler jetzt hier Berufung einlegt, dann ist die Strafe nicht rechtskräftig und er muss auch erstmal keine Haft antreten. Und es ist übrigens ein Irrtum im Berufungsverfahren, denkt der eine oder andere von euch, kann es nicht schlimmer werden? Doch, es könnte theoretisch noch schlimmer werden für Rainer Winkler, nämlich dann, wenn die Staatsanwaltschaft heute auch noch Berufung einlegt. Dafür haben wir aber keine Erkenntnisse, denn dann will die ja eine härtere Verurteilung haben. Also im Berufungsverfahren kann es theoretisch schlimmer werden, wenn nur er Berufung einlegt, dann allerdings nicht. Die Frage ist, wird jetzt sein YouTube-Kanal gelöscht und wie geht es weiter mit seinem YouTube-Kanal? Naja,
Das heißt zunächst mal nicht, dass das was mit seinem YouTube-Kanal zu tun hat, dass er ins Gefängnis muss. Nur es wird ziemlich still werden auf seinem Twitch-Kanal und seinem YouTube-Kanal, weil er einfach nichts mehr zu senden hat aus dem Knast und von dort aus dürfte er auch kein YouTube machen. Wir warten jetzt noch in den nächsten Tagen oder vielleicht sogar noch heute die Begründung des Urteils ab. Schieben wir nochmal hier hinterher. Also lasst auch da ein Abo für diesen Kanal da. Wir werden euch da up to date halten. Wir haben ja in den letzten Jahren immer mal wieder über die Ungeheuerlichkeiten berichtet und ich würde gerne von euch wissen, wie findet ihr das? Ein paar von euch haben schon gesagt, ist total unfair. Er ist provoziert worden, er hat zurückprovoziert und jetzt soll er ins Gefängnis? Was ist mit seinen Hatern? Warum kommen die nicht ins Gefängnis? Dafür sind die Kommentare da. Post es unten in die Kommentare. Bin auf euer Feedback gespannt. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.